von der Bangor International Fashion Week, meine zweite Show. Und ja, meine Mama bin ich auch wieder dabei und gleich geht's zum Rehearsal. Ich muss jetzt auch direkt schon los, hab schon meine Karte und ja. Leute, ich bin gerade beim Haare und Make-up und es ist einfach in einem Parkhaus. Ich weiß nicht, ob man das sieht, aber auf jeden Fall sind wir im Parkhaus. Hier ist Haare und Make-up und sind auch andere Shows, die laufen. Da hinten ist noch eine andere Show von einer anderen Designerin. Und ja, in 10 Minuten beginnt das Make-up und ich warte schon mal. I participated fashion TV show 3 years ago, a model show, Germany's Next Top Model. All right, and you won. You won. No, almost. Oh, wow. I made the second place. Oh, okay. Yeah. Das Ding ist, es ist ja bei mir tagtäglich das Thema, woher ich komme und wie meine Karriere eigentlich anfing. Und deswegen vergesse ich auch gar nicht, woher ich herkomme. Klar, dann ist das GNTM-Stempel immer noch da. Aber ich denke da eigentlich jeden Tag dran. Stimmt, du warst vor 3 Jahren bei GNTM. Und ich denke mir auch jedes Mal, krass, wie du dich seitdem verändert hast. Weil es sind immer nur 3 Jahre und das kommt mir vor, als wären es 10 Jahre gewesen, nach all dem, was so passiert ist in der Zeit. Aber es ist ziemlich cool, weil die Leute sind zum Beispiel hier, sind auch ziemlich beeindruckt davon. Dann fühlt man sich auch so ein bisschen toll. So. Ist schon eine coole Sache auf jeden Fall. So, ich weiß noch ganz am Anfang, als ich angefangen habe zu modeln, war ich halt so, kann ich irgendwo in eine Ecke gehen, weil ich kam mit Nacktheit nie so richtig klar. Ich bin es auch nicht gewohnt und diese Kultur ist nochmal ganz anders und ich merke, die Thailänder sind hier auch ganz anders. Gestern gab es eine Umkleidekabine für Mädels extra, aber ich habe mich daran gewöhnt, also ist mir auch mittlerweile egal, hier sind es auch Jungs gewesen. Klar, ich laufe jetzt nicht komplett nackt rum und zeige hier alles, was ich habe, obwohl da eh nicht so viel ist, aber ich verstecke mich trotzdem so ein bisschen, aber ich schäme mich da nicht mehr. Daran habe ich mich noch nicht gewöhnt, dass mich Leute ständig an- und ausziehen und alles für mich machen, alle Knöpfe zumachen und das ist irgendwie noch ein bisschen ungewohnt, weil ich neige dazu, es einfach selbst zu machen und was viele Stylisten auch immer komisch finden, dass ich meine Kleidung oder die Kleidung, die ich anbekomme, danach wieder falte und dann zurücklege und die so immer so, nein, 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 mach das nicht, das machen wir, dafür sind wir da und das weiß ich, das habe ich mir so angewöhnt, das werde ich mir auch nie abgewöhnen, aber ja, es ist schon komisch, aber witzig. Letztens wollte jemand auch mein BH ausziehen. Das kann ich selbst. Nicht ein paar Minuten vor der Fashion Show, so 10 Minuten vorher, wird alles auf einmal so crazy. Alle fangen an, noch einmal hin und her zu laufen, Fotos zu machen, an sich rumzuzippeln. Sitzt jetzt alles, aber genau das liebe ich auch an Fashion Shows. Ich liebe diese Hektik einfach. Dieses Gefühl, oh mein Gott, es geht gleich los, ich kann gleich rauslaufen. Da sind so viele Menschen drauf, man hört sie schon von draußen. Das ist voll nice. Das liebe ich. Ich hab voll Angst zu stolpern. Der Laufsteg besteht aus Sand. Es wird nicht so einfach, weil mein Kleid auch echt lang ist, sonst wäre es kein Problem. Aber mein Kleid ist so lang, ich habe auch Angst, dass es sich verheddert oder so.
Die Show war mega geil. Ich merk's, ich merk's. Alle feiern das. Und diese Stimmung hat ja auch selten, dass alle danach rumschreien und so. Das ist voll geil. Richtig cool. Yeah.